Ja, ihr habt's geschafft. Und damit willkommen, liebe Freunde, zum allerletzten Video dieser Unity-Anfängerserie Spiele entwickeln für Anfänger. Ich freue mich wirklich unglaublich doll erstmal für alle, die es hierher geschafft haben zu diesem letzten Video und die vielleicht die Tutorial-Serie bis hierhin komplett oder zumindest in großen Teilen verfolgt haben. Also insofern erstmal Chapeau an euch und klopft euch einfach mal hier selber auf die Schulter. Denn das ist natürlich etwas, was nicht jeder wahrscheinlich schafft und deswegen könnt ihr erstmal stolz auf euch sein. Und im Prinzip wird das auch gar kein so großes Video, sondern eigentlich ein relativ kleines, was einfach nochmal kurz zusammenfasst, was diese Serie so gemacht hat und vor allem mit dem Hinblick darauf, wie geht's jetzt weiter? Was könnt ihr machen, um jetzt Spiele zu entwickeln? Denn das ist natürlich etwas, was sich viele Leute fragen werden. Und dazu habe ich mir ein paar Sachen so genommen, die für euch eher als grobe Anhaltspunkte gelten. Und genau, die fasse ich euch erstmal zusammen. Und im Grunde genommen sind das drei große Punkte. Und der erste davon ist erstmal, dass ihr euch nicht auf dieses Tutorial verlassen sollt. Das klingt vielleicht erstmal relativ komisch, aber im Grunde meine ich damit gar nichts anderes als, ihr müsst Dinge selber erforschen. Es wird immer wieder Punkte geben, an denen ihr eben an eine Grenze stoßt, wo ihr sagt, hä, das habe ich doch jetzt in dem Tutorial gar nicht gelernt, wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Und das Problem ist, meist sind das wirklich sehr, sehr spezifische Fragen, denn jedes Spiel ist ja meist einzigartig für sich. Und dann gibt es natürlich kein Tutorial der Welt, was euch erklärt, wie ihr jetzt an so ein Problem rangeht. Deswegen, ihr müsst euch quasi ein eigenes Skillset jetzt erarbeiten mit eigenen Sachen, die ihr selber für euch lernt und die ihr dann einsetzen könnt. Das Tutorial, das habe ich ja auch oft gesagt, soll mehr oder weniger so eine Art Baukasten sein, mit dem ihr wisst, okay, es gibt dieses und jenes in Unity, das geht gut umzusetzen in Unity, da brauche ich vielleicht ein paar Umwege. Und euer Ziel soll es deswegen sein, eben Baustellen, die ihr noch habt, die dieses Kit euch nicht mit auf den Weg gibt, selber aufzuforschen. Und wie ihr das macht, ist ganz einfach, ihr nehmt Quellen. Jeder Mensch von euch sollte Google kennen, eine wunderbare Anlaufstelle, wenn ihr Probleme habt, wenn es einen Error im Quellcode gibt. Dann einfach mal googeln. Es ist nicht immer notwendig, dass ihr direkt irgendwie eine Nachricht auf Discord schreibt, vielleicht irgendwie von jemandem euch die Lösung vorgeben lasst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Appell an euch selber zu suchen. Denn nur wenn ihr selber auf solche Probleme stößt und vor allem diese Probleme selber löst, dann lernt ihr dazu. Wenn euch irgendjemand eine Lösung vorredet, dann werdet ihr dabei sehr, sehr, sehr wenig lernen. Das ist also der allerwichtigste Appell, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Macht eigene Sachen. Und vor allem macht diese Sachen selber. Also lasst euch nicht irgendwie Sachen vorgeben, sondern recherchiert, wenn ihr Probleme habt. Also außerhalb von meinen Tutorials. Und der zweite Punkt, den ich habe, der hängt eigentlich sehr, sehr eng mit dem ersten zusammen. Nämlich, dass ihr einfach so viel Praxis, wie es irgendwie nur geht, sammeln müsst. Und mit Praxis meine ich natürlich Spiele entwickeln. Also ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, was für Spiele man als Anfänger eben machen sollte und warum viele Anfänger so schnell aufgeben. Und deswegen auch hier ein wichtiger Appell, nehmt euch kleine Ziele vor. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, oh, nach diesem Tutorial mache ich GTA 6, dann ist das natürlich vollkommener Quatsch. Fangt ganz, ganz klein an und sucht euch irgendwelche Spiele, die ihr vielleicht kennt, die eben kleiner sind. Was weiß ich, Angry Birds, Snake, Pong, irgendwas ganz Klassisches. Und versucht einfach mit euren Kenntnissen, die ihr habt, einfach dieses Spiel nachzubauen. Das heißt, nehmt nicht irgendein Tutorial vor und schreibt da einfach eins zu eins ab, sondern versucht das wirklich selber zu machen. Das ist eben das, was ich eben meinte. So lernt ihr eben am meisten dazu, denn auch da wird es oft Stellen geben, wo ihr sagt, hä, naja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Und wo man dann eben einfach mal wieder googeln kann. Und wenn ihr googelt, dann werdet ihr eben das Wissen da auch wieder aufnehmen und sagen, ah, okay, ja, die Lösung ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und wenn ihr Sachen selber recherchiert, dann werdet ihr auch in der Zukunft größere Spiele bauen können. Also tastet euch da einfach vor, fangt mit kleinen Games an und ja, dann Stück für Stück kann es dann eben zu größeren Projekten auch gehen. Deswegen übernehmt euch da nicht, geht auch nicht zu sehr ins Detail. Also manchmal ist es auch gut, so eine Art Prototyp zu bauen, einfach das Spiel in den Grundlagen zu implementieren und dann zu sagen, ja, okay, das Spiel ist jetzt spielbar, aber ich werde es jetzt nicht komplett polishen, also irgendwie mit übermäßig großen Effekten ausstatten oder halt bis ins Unendliche weiterentwickeln. Einfach ein neues Projekt anfangen und wieder Prototypen bauen. Also das ist wirklich etwas, womit ihr am allermeisten persönlich für euch lernen könnt, wenn ihr da selber versucht ranzugehen. Und der dritte Punkt, der ist wieder so ein bisschen egoistisch auf mich bezogen, denn
Es gibt natürlich auch meinen Kanal weiterhin. Das heißt, was habe ich jetzt geplant? Das sind einige Sachen. Einerseits, das habe ich auch schon angekündigt, wird es eine Videoreihe geben oder mehrere Videoreihen, wo ich ein komplettes Spiel mit euch programmiere. Ihr könntet jetzt sagen, hä, das macht doch keinen Sinn. Du hast doch gerade gesagt, man soll nicht das ganze Spiel abschreiben. Und das sollt ihr auch nicht. Denn diese Serie wird so aufgebaut sein, dass es nach jeder Folge so eine Art Aufgabe gibt, wie ihr das Spiel selber weiterentwickeln könnt und ihr könnt das probieren. Und ich werde dann eben mein Spiel für mich weiterentwickeln und zeigen, wie ich das Ganze lösen würde. Und so lernt ihr eben auch hoffentlich viel dazu, wenn ihr euch eben selber mit dem Spiel beschäftigt. Also so wird meine Serie zu einem großen Spiel aussehen, also großen Anführungszeichen zumindest ein komplettes Spieleprojekt. Und natürlich mache ich auch sonst viele Videos, die euch einfach motivieren soll, eigene Projekte anzugehen. Denn auch ich mache natürlich viele Projekte in meiner Freizeit. Ich versuche da einfach, mich auch fortzubilden, Sachen zu lernen. Und das geht natürlich am besten, wie ich es gesagt habe, über kleine Projekte. Deswegen vielleicht findet ihr da auch Motivation. Und es wird natürlich auch weiterhin einzelne spezifische Tutorials geben zu bestimmten Themen, wenn euch das interessiert. Also auf jeden Fall diesen Kanal nicht aus den Augen verlieren. Und ich hoffe natürlich auch so, ihr bleibt meinem Kanal treu. Denn wie gesagt, wenn ihr euch für die Spieleentwicklung interessiert, ich persönlich studiere es auch nach wie vor, dann seid ihr hier einfach sehr, sehr wohl aufgehoben und ich freue mich natürlich, wenn ihr ein Teil der Community seid und bleibt. Ja, und mit diesen Worten möchte ich die Serie eigentlich auch schließen. Es war mir, wie gesagt, eine Ehre, jedem hier irgendwie eine Hilfe zu sein. Ich bedanke mich, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr diese Serie verfolgt habt. Und wie gesagt, am allermeisten würde ich mich freuen, wenn ihr einfach Freunden, Kollegen, Familie von dem Kanal erzählt. Jeder kann Spieleentwickler werden und je mehr wir eben in der Community sind, umso cooler wird's. Deswegen, ich freue mich auf alles, was kommt. Freue mich, dass ihr dabei wart. Und insofern, auf Wiedersehen und wir sehen uns zu einem weiteren Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, damit du nichts mehr verpasst. Schau aber auch unbedingt auf meiner Website, meinem Discord und auf Twitter vorbei, um noch näher an mir dran zu sein. Zuletzt ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich in diesem Monat über Patreon unterstützt haben.